Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Aufgabe von Time of Change TV. Und heute wollen wir über Phänomene sprechen. Wir wollen über ein Thema sprechen, das vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, aber vielleicht noch nicht gesehen. Wir sprechen heute mit dem Benedikt Maurer. Hallo. Über Telekinese, über Psychokinese und über Dinge, die man ja, per Geist, per was auch immer, bewegt, ohne dass man sie berührt. Hallo. Ja, genau. In Ergänzung zu dem, was du eben sagtest, ich bin ja auch Experte für elektromagnetische Phänomene und neben dem auch Psi-Medium bzw. Psi-Subjekt. Ja? Also mein Metier ist eben, wie du es schon gerade gesagt hast, Psychokinese. Ich meine, Telekinese und Psychokinese ist zwar eigentlich dasselbe, sind jetzt nur Begrifflichkeiten, die unterschiedlich verwendet werden. Also gerade Telekinese mehr im laienhaften Bereich und der ist halt auch recht populär. Hingegen Psychokinese ist halt ein fachliterarischer Begriff, den kaum einer kennt. Der hat sich halt wenig durchgesetzt. Aber um da mal vielleicht kurz zu erklären, was das ist, diese Psychokinese. Man kennt es ja auch als Geist über Materie, genauer genommen jedoch Geist über Kraftfeld. Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass das Bewusstsein, ich sage es mal, ein sich selbstbewusstes elektromagnetisches Konstrukt ist. Zumindest gibt es einige Indizien dafür. Ja, Benedikt, du legst ja gleich mal wissenschaftlich hier einiges vor. Aber wollen wir mal zu dir kommen. Du bist ja noch relativ jung, wenn man mal so sagen darf, im Vergleich zu mir. Und du hast mir erzählt, du warst irgendwo im Urlaub und dann bist du vom Blitz getroffen worden. Die Menschen werden sagen, um Gottes Willen, der arme Kerl. Aber irgendwie hat es scheinbar nicht so richtig geschadet, sondern du hast dann irgendwie Fähigkeiten entwickelt. Ich glaube, Uri Geller ist das damals auch passiert. Mhm. Der wurde auch irgendwie vom Blitz getroffen. Und plötzlich haben die Menschen irgendwie Fähigkeiten, die vielleicht ein normaler Mensch nicht hat. Ja, richtig. Also es ist ja so, das war im Alter von 5 Jahren. Das ist jetzt gut 20 Jahre her mittlerweile. Und ich werde auch dieses Jahr diesen Ort wieder besuchen, tatsächlich. Aber da ist ein, ich sag mal, Kugelblitz ist da. Also da gab es wirklich ein riesen Gewitter über dem Meer. Und nach einer Weile kam irgendwie ein Kugelblitz hervor, der neben einem Nachbarshotel immer so, ich will fast sagen, versteckt gespielt hat. Ja. Und ein Blitz, der versteckt über Kugel also, oder was? Also tatsächlich, ja, ein Kugelblitz, wie man es mal so erzählt bekommt. Ja, also eine Lichtkugel, eine elektrische Kugel. Das galt ja früher immer als Fantasie, aber ja. Ich glaube, bis man dann die ersten gefilmt hat. Es wurde ja ins Reich der Mythen und Legenden lange verbannt, kann man sagen. Und erst so seit frühestens 5 Jahren, glaube ich, hat man den sogar wissenschaftlich bewiesen, indem man im Labor so Plasmakügelchen erzeugt hat. Also in meinen Augen ist das zwar kein Kugelblitz, aber es geht in die Richtung. Mhm. Ja, dass man sagt, okay, offenbar, wir wissen zwar noch nicht, wie das sein kann, dass ein Kugelblitz in der Regel so lange besteht, bei der Energie, die er eigentlich hat. Und auch das autonome Verhalten. Ja, es gibt ja ganz seltsame Berichte, dass so ein Kugelblitz mal dich im Wald verfolgt, ohne dass er wo gegen einen Baum fliegt oder so. Oder dass er in ein Haus reinfliegt und er reißt eine Steckdose raus. Das fühlt sich ja ziemlich intelligent an. Ja, ja, und die liegt dann hinterher im abgesperrten Schrank, diese Steckdose zum Beispiel. Also dieses sogenannte Apportationsphänomen. Da passieren ganz skurrile Dinge. Da gibt es ja auch einen Fall, da ist so eine Lichtkugel auch ins Haus wieder reingeflogen und dann haben die Leute in dem Haus auf ihrer Haut, im Gesicht, wie so Stromschläge verspürt, nur weil dieses Ding anwesend war. Also offenbar gab es eine sehr hohe Ionisierung der Luft. Mhm. Ja, aber um vielleicht nochmal zu deiner Anfangsfrage zurückzukommen. Also du warst damals auf dem Balkon, oder? Auf dem Balkon als Fünfjähriger, weil es ist ja kein Einzelfall, aber da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Und ich weiß noch, als Kind habe ich das gesehen, das war also schon größer als ein Fußball, etwa so, ne? Ich weiß nicht, wie viel Zentimeter Durchmesser, circa an die 30 Zentimeter im Durchmesser, sowas schätze ich mal. Und der Moment, als mich der aber getroffen hat, an den kann ich mich fast nicht mehr erinnern. Nur durch eine Regression habe ich dadurch wieder Teile erhalten, weil wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Unfall, der geht ja in der Regel ganz schnell, egal ob es ein Autounfall ist oder was anderes, aber es geht immer ganz schnell. Ja, und deswegen registriert man das. Der ist praktisch auf dich zugeflogen, oder was? Gewissermaßen auf mich zugeflogen und damit ist es schon geschehen gewesen. Ja? Also wahrscheinlich war ich dann, ich glaube sogar bewusstlos, aber nicht lang, wenn mich nicht alles täuscht. Und ein paar Jahre später haben sich dann so die ersten paranormalen Phänomene eingeschlichen. Ja, aber bevor ich da vielleicht weiter ansetze, sage ich kurz, dass ja der Uri Geller hat sehr Ähnliches erlebt, auch mit einer Lichtkugel, die ihn dann sogar noch nach Hause verfolgt hat und gegen eine Wand geknallt ist und da irgendwie explodiert oder zerschmettert ist, wie es halt für einen Kugelblitz üblich ist. Dann gibt es ja auch einen Thomas Green Morton, der wurde komplett vom Blitz getroffen. Da Jean-Pierre Gérard ebenfalls. Und dann noch 2 Stück, die wurden im Mutterleib
haben die einen Stromschlag erhalten und konnten dann auch alle diese Fähigkeiten. Also man sieht, die Quintessenz dieser Psychokinese ist irgendwo Elektrizität bzw. Elektromagnetismus. Da gibt es ja eine Aufnahme im Internet von einer Dame, glaube ich, die war damals von den russischen Forschern, irgendwie 60er Jahre, glaube ich, war das, oder 50er, weiß gar nicht. 60er, 70er und 80er. Ja, wie heißt die, glaube ich? Die Nina Kulagina. Ja, genau. War das, ja. Die war ja sehr bekannt dafür als Psi-Medium und die wurde ja von, ich glaube, lasst mich lügen, 130 oder 170 Institutionen untersucht und man konnte ihr keinen Betrug nachweisen. Genau, ja, der Zündhölzer, alles Mögliche, die waren da so Glaskuppeln hier bewegt und so weiter. Die konnte ja, entschuldige, dass ich die unterbreche, aber die konnte ja auch einen Laserstrahl zum Beispiel biegen. Ja, also das Licht biegen in der Tat. Oder die hat ja auch, zum Beispiel einen Frosch, das Herz von einem Frosch angehalten und unter dem Mikroskop hat man festgestellt, dass es praktisch wie von Elektronen durchlöchert war. Und solche Dinge, also ganz viele absurde Sachen, aber es scheint alles sehr real zu sein. Ja, also da hatte die Wissenschaft momentan immer noch ihre Probleme. Du warst ja mal bei dieser deutschen Skeptikervereinigung, die dich einmal testen wollte. Genau. Ich glaube, da ging es um, du musst irgendwas aufspüren in Gläsern drin. In so Pappschachteln, so kleine Kartons nennen Magneten, weil das halt mit meinem Bioelektromagnetismus korreliert. Das macht es mir einfacher, sowas dann zu erspüren. Und da war ich ja dann der Erste weltweit, der jemals so einen Test bestanden hat, zumindest den Vortest. Wie war das genau? Also waren 12 oder was? Becher? Ich glaube, muss ich mir überlegen, 10 Becher und 13 Durchgänge und 9 Mal lag ich richtig. Ja, also deutlich über dem Durchschnitt. Weit über dem Durchschnitt, signifikant. Mhm. Genau. Das ist damals auch durch die Medien gegangen und dann, glaube ich, wollten die da auch irgendwie nochmal testen und das war aber dann irgendwie verzögert. Es gab dann halt Komplikationen, weil man wollte mich durch ein MRT schicken, aber hatte kein Geld dafür. Okay. Und dann ging das halt immer so weiter, wie man das jetzt ohne MRT lösen könnte. Und jetzt ist halt mittlerweile so weit, dass diese Testleiter in Rente gehen. Also da wird es wohl eher scheitern mittlerweile, weil ich habe es jetzt über die Jahre immer wieder versucht, dort anzutreten, um das zu vollenden. Aber das ist weiß schwieriger als, ja, wie soll ich sagen. Ich meine, klar, es gibt noch diese CFIEG, die ist in Amerika drüben und die bietet, glaube ich, $500.000 Preisgeld. Die GEWOP hat da 10.000 geboten. Und das ist vielleicht auch noch so ein Ziel, das ich auf jeden Fall versuche anzustreben. Also da wird praktisch ein Preisgeld ausgesetzt, wenn man nachweisen kann, dass diese Phänomene real sind, also wissenschaftlich dokumentiert werden können. Okay, also den ersten Testlauf haben wir durch, den zweiten Testlauf muss man nur schauen. Wir haben ja hier ein paar Experimente vorbereitet, zu denen kommen wir noch im Laufe der Sendung. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu deinem Werdegang. Also du sagst, nachdem, dass sich dieser Kugelblitz getroffen hat, also ab 5, 6, 7 Jahren, ging dann plötzlich diese paranormalen Phänomene los, oder sagt man da Psi-Phänomene? Ja, Psi-Phänomene ist ja da mehr so der Überbegriff für die Sparte des Paranormalen oder für die Bandbreite des Paranormalen. Klar, den ersten Effekt, den ich letztlich erzielt hatte oder was da als erstes aufgekommen ist, ist, dass aus einem Weinglas eine Zacke brach und das Weinglas blieb sonst heile. Das war so der erste Effekt. Und in 2014 habe ich dann eigentlich so mit meinen Forschungen begonnen, weil mich dieses einmalige Event eigentlich gar nicht so sehr interessiert hat. Damals war ich auch nicht so wirklich wusste, was ist das jetzt, warum war das jetzt? Habe ich mir nicht sehr viel dabei gedacht. Aber meine Forschungen, die betreibe ich ja jetzt auch schon seit mittlerweile 10 Jahren tatsächlich. Und vieles davon, was ich so mache, schreibe ich gerade in einem Buch, auf das ich vielleicht später nochmal zu sprechen komme. Also du probierst praktisch Dinge aus und sagst, okay, wir haben hier ein 50-Cent-Stück und du kannst sagen, okay, wenn ich das mit meinen Händen irgendwie nicht berühre, aber ich kann das zum Beispiel drehen oder eine Kompassnadel, sagen wir mal, hier beeinflussen und so weiter. Also vielleicht nochmal, um kurz auf die Forschungen zurückzukommen. Ich habe jetzt erst kürzlich ein Labor mir gebaut im Wert von 10.000 Euro, um halt eben mit meinen Forschungen verstärkt durchzustarten. Und mittlerweile ist ja so, dass jetzt auf meinem YouTube-Kanal, der jetzt gute 10 Jahre alt ist, mit dem Namen Ben, mit 2 N, findet man aber auch unter dem Namen Benedikt Maurer, da mache ich ja diese teils Forschungen, beziehungsweise gebe mein Wissen weiter, aber zeige auch zugleich diese Psi-Experimente oder Möglichkeiten, die es da gibt. Ja, da sind wir schon mal gespannt. Also vielleicht kommen ja ein paar Wissenschaftler noch auf dich zu und sagen, okay, da ist ein Labor hin oder her, aber den lassen wir bei uns testen. Weil sonst wird es nicht glaubhaft, das ist ja immer die Schwierigkeit, diese Glaubhaftigkeit oder die Wahrhaftigkeit, weil die klassische Wissenschaft sagt, okay, diese Phänomene existieren eigentlich nicht. Und dann kommt jemand, so ein junger Kerl wie du, und sagt, okay, ich kann hier einen Löffel biegen, geht das auch? Löffel biegen, ja, auf jeden Fall, weil das sind ja alles nur, wie gesagt, das gehört schon wieder zu der Bandbreite dieses Phänomens. Okay. Ja. Also ich nenne es selber Psychomyriade, also Myriade im Sinne von einer eigenen Namen erfunden. Genau, eigenen Namen erfunden, die Psychomyriade, weil es da wirklich
also wie soll ich sagen, unerklärliche und undenkbare Effekte gibt, die da teilweise zutage treten. Ja, aber ich meine, um vielleicht da mal anzusetzen in Sachen Probleme, die ja auch damit einhergehen und auch mit dem Weltgeschehen bzw. Weltbild, das wir haben. Wir haben ja das Problem in Schulen, dass gerade die ein Metier wie meines gar nicht lernen, nicht nur, weil diese oder nur ganz wenige Nationen wirklich Ahnung davon haben, sondern auch, weil es dann bei denen Verschlusssache ist. Und hinzu kommt ja ein Mainstream, der zu viel Akzeptanz und Gewicht mit einer Realität hat, die ja nur bedingt der Wirklichkeit entspricht. Und das macht es Leuten wie dir und mir schwer, diese doch eher spirituelle, ja, Ökologie und Ökonomie voranzutreiben. Na gut, also die Bandbreite dieser Realität ist ja momentan ein bisschen am Aufbrechen, indem dass ja viele Physiker eben sagen, okay, die Quantenphysik wird immer noch nicht so kommuniziert, wie sie eigentlich sein soll. Dann gibt es ja diesen Donald Hoffmann und viele andere Wissenschaftler oder Tom Campbell, die sagen, okay, wir leben eigentlich eher in einer virtuellen Realität, weil wir über unsere Sinne diese Realität kreieren. Es gibt da draußen überhaupt keine physische Realität. Aber das würde jetzt bei diesem Gespräch zu weit führen. Aber der Nachweis von diesen Phänomenen ist natürlich momentan immer sehr schwierig, weil eben die klassische Wissenschaft versucht, ja, sage ich mal, mit bestimmten Standards ranzugehen, und oftmals glaubt diese Phänomene auch nicht. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie, weiß nicht, wie ein Fußballspieler, der vielleicht, sage ich mal, immer Tore schießt, aber nicht immer Tore schießt. Ne? Ja. Ist es tagesabhängig, ob so ein Ding funktioniert, so ein Psi-Phänomen oder nicht? Also meistens ist es ja vom eigenen Wohlbefinden her teilweise abhängig, aber auch von einer Sache, die ich Instanzen nenne. Da können wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen, die sich nicht zu jeder Zeit an diesem Ort befinden, wo man sie gerade bräuchte, damit diese Phänomene passieren. Also du redest jetzt von der geistigen Welt, oder du redest... Gewissermaßen, aber nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also klar, man könnte sagen, diese Phänomene seien geistig, weil wir mit unserem Bewusstsein befinden uns ja technisch gesehen im Jenseits, aber doch im Diesseits. Ja? Nur, was du vorhin angesprochen hast mit Quantenphysik, ist es ja so, Menschen, die eigentlich mit Quantenphysik Psychokinese versuchen zu erforschen, erforschen ja damit in Wahrheit Realitätsgestaltung, weil Psychokinese und Realitätsgestaltung kann man schon unterscheiden, dass das zwei eigene Systeme sind, also getrennt voneinander. Klar, die weisen Bezugspunkte in ihrer Wirkung und so weiter auf, aber sind dann doch getrennt, weil bei dem einen stellt man das fest und bei dem anderen wieder was ganz anderes. Ja, deswegen, man spricht ja auch teilweise von Quantenverschränkung. Ja, vielleicht sind es ja Phänomene, wie eben das Phänomen der Synästhetiker. Da gibt es ja, was ist, 60 verschiedene Arten von Ja, Synästhesie. bin Also ja einer Menschen, dieser. die quadratisch oder kugelförmig schmecken können, oder Menschen, die Töne sehen können, wie der Maler Kandinsky, der konnte Töne sehen. Da gibt es, glaube ich, wie Charité in Berlin, glaube ich, hat 60 verschiedene Arten von Synästhesie Ja. erforscht. Und vielleicht ist ja diese Sonderfähigkeit, in Anführungsstrichen, was du da hast, also bei mir bewegen sich Gegenstände, ohne dass ich sie berühre. Also ist vielleicht auch ein synästhetisches Phänomen. Könnte gut möglich sein, weil bei der Synästhesie spricht man ja davon, dass die Sinne stärker miteinander gekoppelt sind in irgendeiner Form. Ja, es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die konnten mit dem Ohr lesen. Also nicht, indem man jetzt drüber fühlt, ja, man kennt ja diese Blindenschrift, sondern oder auch mit dem Ellenbogen konnten die lesen. Ja, Also es also, gibt unzählige verschiedene Arten, wo man ja. sagt, also das habe ich noch nie gehört, Ja. aber das kann man auch Wikipedia-mäßig nachgoogeln. Das sind die 60 verschiedenen bisher gefundenen Formen von zusätzlichen Sinnen, hier gut Ja. dokumentiert, genau. Du hast vorhin, glaube ich, noch, oder vielleicht nochmal, um auf die Quantenphysik kurz zu kommen, Ja. wegen der Verschränkung. Da gibt es ja diesen Poltergeist-Fall in der Regel auch. Ja? Der Ja. ist gar nicht mal so selten. Und in der Regel, wenn dieser Poltergeist-Fall dann auftritt, und das hat ganz speziell mit diesen Instanzen, die ich noch erwähnen möchte, dann zu tun, ist ja oftmals eine Person die Fokusperson oder die für den Spuk verantwortlich sei. Genau, der Dr. Walter von Lukadu, der Leiter von der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg im Breisgau, der hat über 50 Jahren diese Phänomene und vor allem ja, diese Spukphänomene untersucht, sagt, ja, es kommt sehr häufig vor, dass ja, Kinder im Alter von, sage ich mal, 11 bis 15 Jahren in der Pubertät, die irgendein Problem haben, aber das nicht bewusst haben, das sich praktisch im Unterbewusstsein außerhalb von ihnen äußert. Er sagt, da beginnt es dann zu spuken. Er nennt es dann eine Verschränkung im Makrobereich. Ja, also klar, gerade weil es er jetzt im Bereich der Quantenphysik erklärt, man hat jetzt nur das Problem, dass diese Phänomene doch so imposant und kraftvoll sind, dass man jetzt nicht sagen würde, dass das wirklich die Psyche wäre. Ja, man könnte das jetzt als vielleicht etwas rationaleren Erklärungsversuch darstellen tatsächlich, aber die Dinge, die da geschehen, vor allem auch, die geschehen ja auch, während man schläft.
Ja, und hat jetzt eigentlich zwangsläufig gar nichts damit zu tun, dass das trotzdem die Psyche wäre. Sondern das Unterbewusstsein dann. Also da gab es zum Beispiel den polnischen Fall, der ist ganz bekannt, gerade in Polen zumindest. Die hieß, glaube ich, Joasia oder Joanna Gajewska. Und bei der gab es wohl auch einen richtig heftigen Spukfall. Und da sind auch Lichter im Raum durchgewandert, also gerade schon wieder so, als wäre es was Verstorbenes, Spirituelles. Aber bei ihr hat man zum Beispiel festgestellt, dass, ja, wie soll ich sagen, die Luft um sie herum knackst oder man hört Entladungen, elektrische Entladungen. Also als wäre sie ganz stark elektrisch aufgeladen. Da wären wir ja auch wieder bei dem Punkt, dass die Quintessenz von dem Phänomen irgendwie die Elektrizität ist. Und gleich danach oder benachbart ist ja der Magnetismus. Ja gut, das verstehen wir schon. Wenn sag ich, jemand elektrisch aufgeladen ist, das kennt man ja, wenn man einen Ballon sag ich, mal, reibt und tut an die Haare, da stehen sie die Haare zu Berge. Dieses ja, Phänomen, dass ich einen metallischen Gegenstand über Elektromagnetismus bewegen kann, ist klar, aber du machst ja das auch bei Plastik oder Ja. bei anderen Gegenständen oder bei Holz. Genau, um da vielleicht gleich drauf zu kommen, nur ganz kurz, in der Regel, wenn du jetzt einen Poltergeist hast, dann liegt es meistens daran, weil vor ein oder 2 oder weniger Jahren jemand verstorben ist. Und oftmals ist das auch wirklich der Fall, weil da gibt es ja dann auch Menschen, die dann dieses, ich sag mal so, automatisches Schreiben haben und sich auch dabei die Augen verbinden und ganze Bilder im Picasso-Style malen können. Also man sieht schon, dass es das offenbar nicht unbedingt das Unterbewusstsein oder eine Quantenverschränkung wäre, sondern wirklich Entitäten, die hier durch dich hindurch kanalisieren, was sie wollen. Ja, aber was war deine Frage nochmal schnell? Ja, diese Phänomene, die bei dir auftauchen, die sind ja nicht nur elektromagnetisch, sondern du Genau. kannst ja auch Gegenstände bewegen wie Holz oder Ja. Plastik oder so ein Spielzeug. Genau. Also klar, da gibt es jetzt, klar, das ist ein guter Ansatz. Da würde man sich natürlich jetzt die Frage stellen, hey, inwiefern soll denn da Elektromagnetismus für verantwortlich sein? Ja, genau. Aber da gibt es die sogenannte magnetische Suszeptibilität. Das heißt, wenn wir jetzt mal nach dem Atommodell verfahren sollten, befindet sich in jedem Atom, man kennt es ja, oder kreisen die Elektronen drumrum. Ja? Und Elektronen sind in der Regel wie kleine Minimagnete. Man hat da in den 80er Jahren zum Beispiel ein Experiment gemacht mit einer, lass mich lügen, ungefähr 40 oder 50 Gauss starken Magnetröhre. Also das ist sehr, sehr stark. Das ist einige Male stärker als so ein Kühlschrankmagnet. Und da hat man dann zum Beispiel einen Frosch rein. Und dann ist der Frosch in dem Magnetfeld geschwebt. Genauso hat man aber auch einen Wassertropfen rein und der ist dann auch geschwebt. Oder man hat auch Pflanzen rein. Das ist ja alles nicht konventionell magnetisch. Ja? Aber man sieht, desto stärker ein Magnetfeld ist, desto eher wird alles magnetisch. Ja, weil wie gesagt, diese Atome, Auf dann Holz oder Plastik? die wirken als Nee, eigentlich Minimagnete wegen den Elektronen. Also wirklich, das kann man jetzt gut anhand des Genau, ich werde Atommodells aber zu erklären. sich natürlich fragen, okay, jetzt kann der junge Mann hier, wobei man ja das jetzt noch im zweiten Teil hier auch demonstrieren müssen, aber gehen wir mal davon aus, er sagt, okay, der kann jetzt tatsächlich Gegenstände bewegen, ohne dass man sie berührt. Was haben wir denn da davon? Du wirst sagen, Ja. okay, man sieht, dass diese Realität offensichtlich noch nicht alle Geheimnisse preisgegeben hat. Wir bräuchten vielleicht noch ein erweitertes Weltbild, physikalisch gesehen, aber auch vielleicht etwas, wo der eine oder andere zu Hause sagt, okay, das ist spannend, mich interessiert das als Phänomen an sich. Ja, also klar, spannend ist es allenfalls, allemal. Nur wirklich was bringen tut es uns nicht, weil es gibt viel weniger, es gibt mehr Kontra, sagen wir es mal so. Und es gibt dafür einen ganz fast schon gewieften Grund. Weil die Phänomene sind eigentlich dem Jenseits zugeschrieben und nicht dem Diesseits, können aber, weil sich diese beiden Welten wohl überlappen, hier hereinwirken. Ja? Na gut, dann gehen wir natürlich jetzt wieder davon aus, also wenn du da davon sprichst, vom Jenseits und Diesseits, dann werden natürlich Zuseher sagen, okay, für mich ist das Jenseits noch gar nicht bewiesen, aber. Ja, das kann natürlich sein. Ja, aber es ist so, dass wenn man jetzt, ich sag mal so, der Mensch ist zwar zu Psi-Phänomenen imstande, beziehungsweise er kann imstande sein, muss es aber nicht. Also er kann es sein, ist es aber eigentlich nicht, weil das nicht sein soll. Ja, weil wie gesagt, die sind eigentlich in einem ganz anderen Bereich zugeschrieben, der für uns eher unantastbar ist, weil man merkt es anhand dessen, dass hinterher Symptome auftreten. Bei mir ist es teilweise so, dass ich so in den Augen oder auf der Netzhaut Erblindungspunkte habe, so nenne ich das. Ja, tatsächlich. Und das hat ja auch die Nina Kulagina genannt, das haben fast alle Psi-Medien, dass die hinterher irgendwelche Symptome haben und daher erkennt man schon, das soll nicht sein. Aber der Körper, wenn er dieses Phänomen zunutze macht, ja, wenn das durch den durchkanalisiert wird aus dieser, ich sag mal, anderen Dimension, ja, dann läuft Dann der hat man heiß. Störungen, ja. Ja, Dann dann läuft läuft der der heiß. heiß, quasi, genau. Überhitzt der So Körper, kann man es okay. fast sagen. Und daran erkennt man schon, dass es nicht sein soll. Ja, das sind so die ersten Ansätze. Das ist eigentlich, wir sind eigentlich, ja, wie soll ich sagen, wir haben da so eine Art Filter. Und wenn du diesen Filter überwindest oder defekt machst, dann tauchen diese Phänomene durch dich auf.
Das ist wie wenn du eine Türe öffnest, jetzt kannst du rein. Ja? Und die Tür ist eigentlich dieser Mechanismus. Das ist ja so ein ähnliches Phänomen. Es erinnert mich jetzt ein bisschen an die Nahtoderfahrungsmenschen, die, wenn sie zurückkommen, ob die jetzt eine Minute oder mehrere Minuten ein Nahtoderlebnis hatten, spielt da keine Rolle. Meistens mit irgendeinem Geschenk, sagen wir in Anführungsstrichen, mit einer Gabe zurückkommen. Der eine sieht Verstorbene, der dritte sieht vielleicht die Zukunft. Der vierte hat vielleicht Psi-Phänomene, einer war Maurer und plötzlich ist er ein Komponist und ist musikalisch begabt. Also es gibt ja auch hier die ganze Bandbreite von Phänomenen und es scheint auch irgendwas zu sein, wenn man bewusst diesen Körper irgendwo verlässt und wieder in diesen Körper eintaucht, scheint irgendwo eine Veränderung stattzufinden. Also offenbar wird der Filter dabei ja erstmalig beschädigt, vielleicht kann man es so sagen. Das wäre jetzt ein Erklärungsansatz eben für diese Filterthematik, ähnlich wie bei der Realitätsgestaltung. Da, man kennt es ja, das ist ein System, um Manifestationen im Leben vorzunehmen, um sich die Realität so zu entwickeln, wie man sie gerne hätte. Mhm. Ja? Nur hier haben wir ja auch den ziemlich selben Effekt, dass sich nicht alles manifestiert, was uns gerade in den Sinn kommt. Also wir haben ja auch so eine Art Sicherheitsventil. Ja? Weil wenn wir jetzt an egal was wir denken, sich auf einmal manifestiert, damit kämen wir jetzt vielleicht nicht zurecht. Ja, das ist ja viele, die in dieser spirituellen Szene unterwegs sind und manche Astralreisenden so erzählen lassen, die sagen, okay, in den anderen Bereichen der Realität ist tatsächlich so, dass wenn etwas gedacht wird, sich sofort außerhalb eines Körpers materialisiert oder zeigt. Das haben wir hier in dieser Realität in der Regel nicht. Da müssen wir, wenn wir einen Tisch brauchen, dann müssen wir schon einen Baum fällen und den hersägen und einen Tisch basteln, rein aus Gedanken so materialisieren. Was aber auch wiederum vorkommt, dass manche Dinge sich materialisieren oder sagt man apportieren in Seancen. Da tauchen ja auch diese Phänomene auf. Genau, also quasi gerade das Apportphänomen, das sei angeblich selten, ist es aber gar nicht mal. Also es taucht doch öfter auf, als man meint. Ja, da gibt es ja zum Beispiel, man könnte jetzt einen x-beliebigen Menschen fragen oder unter 100 Leuten erzählen dir vielleicht 20, dass sie schon mal das Phänomen hatten, dass sie was gesucht haben, was eigentlich an dem Platz immer liegt, aber nicht da war. Ja, dieses ganz spontane Verschwinden, also was, das würde man dann Asport nennen, also Asport ist Verschwinden und Apport auftauchen. Ja. Und in der Regel erkennt man da aber auch wieder diesen elektrischen Hintergrund bei dem Phänomen, dass viele dieser Objekte mit einem Blitz oder Licht kommen. Man sagt ja auch, also gerade wenn die in den Raum fallen. Ja, man sagt also bei Seancen, ich habe schon ein paar mitgemacht, genau da passiert das so. Genau. Das ist aber auch eine bestimmte Voraussetzung. Meistens muss in der Dunkelheit passieren, dass man hier diese Realität, sage ich mal, nicht sichtbar ist, dass man diese, weil offensichtlich Licht irgendeine physikalischen Phänomene in diese Naturgesetze zwingt. Licht ist auch wieder elektromagnetisch in dem Sinne. Also man sagt ja auch das elektromagnetische Spektrum. Mhm. Ja, und das sind ja auch Photonen. Ja, ja. Und also das ist auch wieder, hat tatsächlich theoretisch, man könnte es komplett erklären, noch auf Naturwissenschaften, das ganze Phänomen, wenn man sich halt damit auskennt. Ja, gerade nochmal wegen den Apporten kurz. Man spricht ja auch davon, dass Elektrizität Materie erschafft, wenn wir jetzt so verfahren wollen, beziehungsweise Materie zusammenhält. Also man sieht, die Elektrizität ist so wird eigentlich die wichtigste Grundvoraussetzung für Leben, noch vor dem Sauerstoff. So sieht es zumindest aus, weil man kann ja jetzt, ich sag mal, philosophieren, dass der Astralkörper, wie ich anfänglich gesagt habe, dass das Bewusstsein ein womöglich sich selbst bewusstes elektromagnetisches Konstrukt ist. Ja, also ein Magnetfeld bzw. ein elektrisches Magnetfeld, das selbst ein Bewusstsein hat, das sich im Moment des Seins begreifen kann. Ja, das ist ja per Definition nichts anderes als Bewusstsein. Mhm. Aber was will ich sagen, diese Phänomene gerade, diese Psi-Phänomene, da gibt es ja eine ganze Vielfalt davon. Wir hatten ja anfangs auch schon Löffelbiegen erwähnt, oder Apportation, das gehört ja irgendwie wo alles zusammen. Also das, was in Seancen passiert, ist ganz stark in der Regel von so scheinbaren geistigen Entitäten abhängig. Die Quantenphysik hat ja angeblich auch schon bewiesen, dass das Bewusstsein nicht sterben kann, offenbar. Habe ich erst was gesehen? Ja, da gehen wir natürlich jetzt sehr stark in die Physik, weil der Anton Zeilinger... Ich bin mehr so der Forscher. Vorletztes Jahr einen Nobelpreis bekommen für dieses Verschränkungsphänomen und Effekt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie der heißt. Transportiert worden, Quantenverschränkung. Und der sagt, man könnte diese Realität, die wir früher genannt haben, physikalisch oder Atomstruktur etc., sagt, man müsste eigentlich sagen, die Realität ist Information. Und Information kann ich irgendwo abgreifen und wieder irgendwo hintransportieren und wieder die gleiche Information. Ja. Er sagt, wenn ich ein Teilchen, die ich hier abgreife und hier erscheinen lasse mit der gleichen Information, dann ist eigentlich das gleiche Teilchen. Gut, anhand von Information sprichst du ja mehr so Einsen und Nullen an.
wie man es eigentlich kennen würde. Ja? Also gerade im Computer. Wobei Information Bereich, ist ja nur dann Information, wenn man es erkannt hat. Ja, man spricht aber auch davon, ja, dass die universelle Sprache Mathematik sei. Gell? Ja. Und wenn man es davon ausgeht, dass man hier eben mit Einsen und Nullen sprechen, weil die alles eigentlich konstruieren oder aufbauen können oder dekodieren und kodieren können, redet man ja auch schon wieder von einer möglichen Simulation, die sich allerdings wohl ohne Pixel gestaltet. Und gerade auch hier mein Bioelektromagnetismus, dieser Verstärkte, den ich habe, ja, ist eigentlich genau dieses Instrument, um in diesen Computer oder in diese Simulation Befehle hineinzugeben. Das ist eigentlich nichts anderes, kann man sagen. Ja, aber wenn dein Biocontainer, sage ich jetzt mal, durch das, dass der diesen Kugelblitz getroffen wurde, irgendwo ein paar neue Schalter umgelegt hat oder keine Ahnung. Ja, ich sag mal elektromagnetisiert, grob betrachtet. Ja, genau. Und jetzt hast du praktisch hier ein paar Löcher offen zum Jenseits und da dringt dann was durch, sage ich hier. Ja, also du hast natürlich, weil du das gerade sagst, das dringt dann was durch. Es gibt ja auch die ganz spontanen Fälle, dass das geschieht. Ja. Ja, bei mir zum Beispiel, was schon an Porten gefallen ist, in der Regel, und das ist wohl eher so der extraterrestrische Aspekt bei mir, sind teilweise Meteoriten, die minus 400 irgendwas Grad haben, weil sie scheinbar genau oder direkt aus dem All kommen. Ja, also ich meine, da denkt jetzt der Zuschauer ja wahrscheinlich auch, ach komm. Und bei dir schnappst Meteoriten rein ins Zimmer oder was? Also, solange sie nicht das Dach kaputt machen. Ja, aber nee, also das ist tatsächlich manchmal der Fall, dass du es dann wirklich klacken hörst, also mit auch Wumps, also Wumps besser gesagt, dass die richtig laut, ohne Krater zum Glück, ja, aber im Dach jetzt nicht, aber du hörst sie teilweise, wie sie über die Fensterscheiben reinkommen. Also man hört es in der Fensterscheibe, aber die Fensterscheibe ist noch und dann ganz. Liegt der Stein auf dem Boden. Und dann liegt der Meteorit quasi auf dem Boden, klar. Ja. Unglaublich. Also da haben wir schon einen Grenzbereich der Wahrnehmung. Aber wollen wir nicht einmal so ein kleines Experimentchen machen, weil die Leute sagen, okay, die reden und reden von Theorie versuchen, und Praxis, wir haben gesagt, wir haben hier ein 50-Cent-Stück, jetzt wollen wir die Gläser vielleicht auf die Seite stellen. Das ist also für die Zuseher, die vielleicht jetzt das mal hier, also ein ganz normales, klassisches 50-Cent-Stück aus meinem Geldbörse. Und das muss ich das hinstellen? Oder? Stellen wir es hin, denke ich. Weil du wolltest ja das irgendwie versuchen, das zu drehen, oder? Ja, genau. Also, jetzt versuche ich es mal. Mal gucken, ob es gelingt. Im schlechtesten Fall fällt es um, oder? Im schlechtesten Fall. Oh, na, es bleibt stehen. Im schlechtesten Fall. Ja. Eigentlich, um das natürlich zu sichern, dass ich da nicht puste, bräuchte ich eine Maske. Ne? Ja. Aber schauen wir mal. Wenn nicht, falls es nicht gelingt, wir haben ja noch Alternativen. Weil in der Regel funktionieren von, ich sag mal, 6 Experimenten funktionieren zu 4 Stück. Okay. Kann man wunderbar. Okay. Oder teilweise 50-50. Das ist halt immer das Problem. Gerade in Anfangsphasen. Ich meine, ich kann das sogar während ich rede, weil ich habe ein Motiv und löse es dadurch nur aus. Ja, das ist bei mir, glaube ich, so ein bisschen der Vorteil. Indem ich ein Motiv habe, löse ich es aus und rede nebenbei. Sofern es mir jetzt gelingt. Ja, vielleicht müsstest du ja auch nicht drehen, das 50-Cent-Stück, aber mal gucken. Mal schauen. Bleibt für die Zuseher auf alle Fälle spannend hier. Manchmal hilft es aber auch, gerade wenn nichts passiert, das Objekt quasi neu zu platzieren, weil vielleicht der Standpunkt nicht passend ist. Und wenn es nur ein Zentimeter daneben ist. Ja. Habe ich gut hingestellt. Wahrscheinlich hingeklebt. Zur Not, jetzt hatte ich gerade den Eindruck, sie hat sich gedreht, aber wahrscheinlich hat es jetzt nur getäuscht wegen dem Schatten. Vielleicht bräuchte es eine Oberfläche, die noch ein bisschen glatter ist. Wir können mal gucken. Ich meine, eigentlich ist es egal, weil das Phänomen immer nur so viel Energie aufbringt, wie gefordert ist, kann man sagen. Also es ist autonom irgendwie. Die Fläche ein bisschen glatter, genau. Oh, hingestoßen. Nein. Aber wir haben ja zum Glück noch, falls das jetzt wirklich scheitern sollte, Alternativen. Ja, ja, wir haben ja noch hier alles Mögliche. Können wir das Wasserglas schwimmen lassen? Natürlich. Mit ein bisschen Glück. Oder ein paar Uhren haben wir noch dabei. Mhm. Vielleicht ein bisschen anders platzieren. Weil in der Regel, um warm zu werden, nutze ich dann immer Rotlicht, weil das hilft eben, der Psyche mehr abzuschalten. Okay. Gerade weil man dann das um sich herum mehr ausblendet. Mhm. Ja.
Ja, das Rotlicht haben wir mir am Boden hier. Hat man sieht das gut in der Kamera. Wunderbar. Na gut, vielleicht muss man auch noch ein bisschen warten. Vielleicht dreht sie sich irgendwann spontan. Das kann natürlich auch sein, weil in der Regel, es gibt Phänomene, die treten. Das wird jetzt praktisch elektromagnetisch aufgeladen, oder wie? Also es gibt den Effekt, dass man sowas schon festgestellt hat, dass es hinterher entweder magnetisiert war, obwohl es gar nicht konventionell magnetisch ist, oder dann ein elektrisches Feld davon ausginge. Mhm. Aber in der Regel hat man immer den Effekt, gerade wenn man die Aufmerksamkeit wegnimmt, dass dann was passiert. Also indem man das gehen lässt, indem man sich gar nicht mehr damit beschäftigt. Ja, freigeben, ja genau, geistig. Ja, das ist häufig ein Effekt, aber die, na gut, die will jetzt vielleicht noch nicht. Ja. Wir haben aber hier nur eine Uhr, oder? Die können wir auch gleich dazulegen. Das sagt die Uhr, müssen wir Batterie rein tun. Ich würde die vielleicht sogar später erst machen. Okay, weil lass mich noch. Genau, bevor wir vielleicht das jetzt beeinträchtigen, weil vielleicht passiert da ja noch was. Ja, das ist immer die Gefahr, dass wenn man jetzt, ich sag mal, ich kenne es selber, dass wenn ich jetzt einen Magneten daneben lege, dann passiert nichts. Weil der Magnet diesen ganzen Effekt absorbiert oder dagegen anhält, tatsächlich. Ja. Mhm. Aber mal gucken, ob wir heute, also eventuell kriegen wir tatsächlich heute noch was zustande. Aber klar, die Anfänge brauchen immer ein bisschen und selbst wenn jetzt nichts geht, ist das für mich nur eine warme Übung. Das ist praktisch sich eingerufen in die, ja, gewissermaßen. In die Telekinese. Da können die Zuseher jetzt mitmachen zu Hause, oder? Auch 50 Cent hinstellen und dann selber probieren. Na gut, da wird es einige geben, die werden das dann fehl einschätzen, weil sich es bei denen vielleicht wirklich dreht, indem sie dann die Hände auf den Tisch ablegen. Dabei hast du schon so einen kleinen Effekt, wenn wir jetzt nur mal vorsichtig. So ein bisschen klopft. Also da gibt es mal ganz eben einen Effekt. Das also auf alle Fälle dürfen wir es nicht berühren. Ja. Genau. Und es spielt keine Rolle, wie glatt das der Untergrund ist. Wahrscheinlich. Spielt eigentlich keine Rolle. Ich meine, es gibt ja auch andere Effekte. Es könnte auch sein, dass es zum Schweben anfängt. Ja. Zum Levitieren, ja, okay. Mhm. Das wäre natürlich auch was. Weil das ist auch nochmal so ein Indiz, dass man das selber gar nicht kontrolliert, dieses Phänomen, weil man es ja nur auslöst. In der Regel kann man es gar nicht kontrollieren, wenn es einmal passiert. Ja, man löst es nur aus und das ist halt ein Anzeichen dafür, dass man selber nicht dafür verantwortlich ist. Ja, weil wie gesagt, ich mit meinem Elektromagnetismus gibt es praktisch nur in diese Simulation ein und dann wird es automatisch mit ein bisschen Glück oder auch nicht ausgeführt. Das heißt, deine Spirits sind momentan noch zu Hause und sagen, okay, der ist jetzt noch... Vielleicht schlafen sie noch. Schlafen die noch, genau. Ja gut, aber also, wir können mal schauen, ob noch was passiert eigenständig, sofern eine der Kameras da vielleicht das Ganze haben sollte. Ich stelle es vielleicht aber mal so hin, weil wie gesagt, wir haben ja nur Alternativen. Ich will es einfach mal so stehen lassen, mal gucken, ob es vielleicht während der Sendung noch passiert. Und dann passiert es ganz automatisch jetzt, wo ich mal Abstand davon nehme, weil das ist immer so dann der Grund, oder ja, wann es dann eben, oder das ist dann eben passiert, wenn ich gar nicht mehr darauf achte. Müssen wir mal gucken, ob noch was passiert. Mhm. Genau. Ja. Sehr schön. Und was haben wir noch dabei? Wir haben zwei Uhren. Also eine Uhr ist genau mit Batterie. Also eine Funkuhr, das andere ist eine mechanische Uhr. Aber beide gehen mit Batterien, oder? Beide gehen mit Batterien. Ich weiß nicht, haben wir die... Die Batterie haben wir hier. Das heißt, wenn ich jetzt die Batterie in die Uhr einlege, dann fängt die an zu laufen, oder? Sollte, wenn sie nicht kaputt ist. Wenn sie nicht schon jetzt kaputt ist. Warte, ich stelle es mal da hin. Läuft sie? Das ist richtig. Ich glaube, da ist immer dieses Thema um. Oh Gott, hat den Wackler. Dann nehmen wir die andere Batterie, wenn die nicht geht. Ja, ist vielleicht direkt drin. Haben wir schon alles zerstört heute hier. Läuft nicht, oder? Dann nehmen wir die Batterie. Dann wechseln wir die. So, wir haben ja zum Glück auch zwei Uhren, gell? Läuft sie? Geht die auch nicht, oder? Ich muss sie richtig hinlegen, dann geht es bestimmt. So, also die geht. Gut. Okay. Also die muss ich jetzt mal zeigen. Wir haben jetzt hier hinten die Batterie rein. Klar, Uhr läuft. Genau. Und wir haben ja schon mal ein Experiment gemacht, das war in einer anderen Sendung, wurde eine Uhr ohne Batterie zum Laufen gebracht. Genau, die läuft jetzt und die muss jetzt, ohne dass ich die Batterie raus tue, zum Stillstand bringen. Vielleicht fängt er dann die 50 Cent Stück an und zu drehen an. Ich werde es versuchen. Schauen wir mal. Also in der Regel, man muss dazu sagen, dass das natürlich immer ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen kann, das Experiment. Vielleicht geht es aber auch ganz schnell.
Wer weiß. Schauen wir mal, sofern ich die 50 Cent nicht irgendwie umschmeiße hier. Ich tue die 50 Cent einmal auf die andere Seite, ich lege die mal hierher. Genau. Vielleicht finden Sie da hier, bei mir sich zum Drehen an. Könnte sagen. Hier liegt das einfach mal so hin. Vielleicht okay. Fliegt sie dann auf den Tisch, wer weiß. Automatisch. Ich glaube, dass bei dieser Caligula. Kulagina. Kulagina, okay, da hat er das Phänomen irgendwann aufgehört. Erst im Alter, also wenn man senil wird, dann lässt es wohl nach. Tatsächlich, also das ist so offenbar ja, ein Effekt, den merkt man aber auch bei anderen Psi-Medien, die älter werden, die machen das dann irgendwann nimmer oder es lässt halt wirklich einfach nach, gerade mit dem Alter. Ja, was ja, Uri Geller wird ja vorgeworfen, dass hier auch gemogelt hat und hat irgendwas an seinen Händen gehabt mit so einem chemischen Stoff, also um die Löffel zu biegen. Ich kenne ja eigentlich im Grunde alle Bücher über jedes Psi-Medium. Und man hat auch, klar, wo man davon ausgegangen ist, dass es so wäre, dass er irgendeine ätzende Substanz da benutzt hätte. Ich meine, das sagen die Skeptiker ganz gerne, aber man hat das offenbar nachweisen können, dass dem nicht so ist unter dem Mikroskop. Die Sachen waren nicht angeätzt und abgesehen davon, wenn ich etwas hätte, was Metall ätzen könnte, was es nicht einmal gibt, wenn man danach googelt, dann wären ja auch die Finger davon betroffen. In der Regel, ja. Also... Da würden ganz viele Sachen gar nicht zusammenpassen. Erstens Finger verätzt, zweitens gibt es aktuell keine Substanz zu kaufen, die Metall zerstört. Gibt es denn zurzeit irgendwelche hochrangigen Psi-Medien auf dem Markt? Also klar, da gibt es, einer davon wäre ja der Matthew Manning, aber der macht hauptsächlich Heilseancen, der ist in England drüben. Und dann gibt es natürlich noch einen Thomas Green Morton, das ist ja, ich sag mal, der König der Psi-Medien. Ja, der macht der ganz ist in Brasilien, oder wo ist der? Genau, in Brasilien. Der macht absurde Sachen. Da gibt es Leute, die haben erlebt, und da gibt es wirklich eine Vielzahl davon, und auch ganz viele Parapsychologen, auch Skeptiker haben das gesehen, wie zum Beispiel eine Münze größer und kleiner geworden ist. Ja? Oder der, wie der aus einer Alufolie einen Anhänger gemacht hat, einen metallischen Anhänger. Und wie er zum Beispiel auch ein eingefrorenes Huhn zum Leben erweckt hat. Ganz viele absurde Dinge. Ja, da gibt's ja, das ist natürlich sehr spooky dann. Ne? Also, ich meine, das, was das mit einem selber macht, selbst wenn man schon daran glaubt, ist Wahnsinn. Ja, weil diese Dinge, das wirkt so surreal und doch ist es irgendwie so echt, wie wir beide hier gerade sitzen. Mhm. Ja, in der Regel. Weil das ist Salvador Dali bei ihm oder was? Ja. Das ist eine Surrealität. Also er hat ja, dieser Green Morton lebt ja noch. Der lebt noch, ja, aber der ist jetzt auch schon älter. Ich meine, die sind ja alle, gerade die meisten Psi-Medien sind interessanterweise alle in die 70er Jahre geboren. Der Großteil, also der aktuelle Großteil. Jetzt gibt es dann Junge oder was? Also du gehst du dazu, Nachfolger? Ja. Ich komme ja aus den 90er. Okay. Also schauen wir mal, ich habe ja vorhin kurz gesagt, damit man vielleicht hier irgendwie die doch zum Stehen bekommen. Ich habe ja vorhin mal erwähnt, dass die meisten Phänomene doch eher in meiner Nähe geschehen. Das heißt, dass jetzt manche Phänomene weiter weg geschehen, ist ja Irrtum. Also sprich, dass Psychokinese distanzabhängig bzw. unabhängig wäre, ist eigentlich ein Irrtum, weil sie sind distanzabhängig. Und alles, was das nicht ist, artet dann zu einem Poltergeist-Effekt aus. Deswegen würde ich die Uhr jetzt mal nehmen und die näher zu mir tun. Kein Problem. Sofern die Kamera das dann vielleicht drauf hat. Schauen wir mal. In der Regel mal gucken, wie es halten kann. Ja, ich denke, das ist... Ich muss ein bisschen besser hinsetzen. Weil in der Regel... Ja, man sieht es schön auf der Kamera. Ist ein bisschen schräg, halt sieht man es vielleicht noch besser. Ja, genau, so ist gut. Ja, mal gucken. Weil jetzt versuche ich es einfach mal mehr zu penetrieren, sagen wir mal. Es geht dann ganz gut, wenn es in mehr Gegenwart ist. Dann stelle ich aber die 50 Cent noch mehr auf hier. Gerne. Oh, die tue ich aber noch mehr auf dieses. Auf das. Noch läuft sie, oder? Die Uhr. Läuft sie. Hüpft nur ein bisschen. Aber ich glaube, es passiert schon was. Manchmal merke ich, dass sie dann langsamer wird. Es könnte schon sein, dass es hinhaut. Das heißt, man muss ja den Glauben nicht verlieren, oder?
Man sagt ja, der Glaube versetzt Berge, wobei der Glaube meines Erachtens nach weniger mit dem Phänomen selber zu tun hat. Okay. Aber da gibt es ja Menschen, die schwören auf den Glauben und sagen, gesund beten, da gibt es ja alle Ja, möglichen Phänomene. genau. Auch Wetterbeeinflussung kennt man von den Schamanen her. Ja. Schauen wir mal. Weil heute haben die Phänomene wohl noch ein bisschen Schwierigkeit. Ja. Naja, macht doch nichts. Das Spiel, das wir nachher haben, irgendwann mal aufstehen, oder? Wenn sie noch Warte schlafen. mal. Sehe ich es einmal nur. Mal schauen. Darf da der Moderator auch drauf schauen oder beeinflusst er das auch? Du meinst den Beobachtereffekt? Beobachtereffekt, dann schau ich mal weg, Schauen wir oder? mal. Doch, jetzt. Jetzt ist stehen geblieben. Jetzt Jetzt passiert bleibt das. sie. Ja, genau. Ah, läuft schon wieder. Oh. Ah, jetzt war sie So, eine Sekunde stehen geblieben vielleicht und kriegen wir nachher. es nochmal hin, vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Ja, freilich. Schauen wir nochmal. Jetzt hatten wir doch tatsächlich einen kurzen Effekt. Ja, Eieieiei. genau. Jetzt war es kurz gestanden. Aber wenn es einmal geht, ist es das zweite Mal Vielleicht müssen bestimmt. sich hier meine Geister erst zurechtfinden, Ja, weißt die sagen, okay, wo ist denn die Uhr? Ne? du? Eieiei. Vielleicht sehen sie aus ihrer Perspektive die Uhr anders. Weil jetzt ging es hier so gerade ganz gut. Wie gesagt, man muss auch immer neu platzieren. Fällt mir auf teilweise. Neu Kali das macht dann eine neue Kalibrierung, Kalibration, wenn man so sagen kann. Also nochmal. Ja, das war schon ganz gut. Ist es. Da, Jetzt steht es jetzt. wieder. Jetzt genau. Jetzt Ah. steht es. Aber guck, nur so 1 oder 2 Sekunden, gell? Ja, genau, und jetzt läuft es wieder weiter. Schauen wir nochmal. Vielleicht kriegen wir es ja noch, doch noch ganz zum Vielleicht Stehen. muss es noch ein bisschen kippen, damit man es ein bisschen sieht, den Monitor noch. Ja. Genau. Na gut, da weiche ich immer ein bisschen von ab. Vielleicht halte ich es ja nochmal. Hopp, jetzt habe ich es umgeschmissen. Das ist mal weg, das ist jetzt. Lass uns mal. Passiert wohl eh nichts mehr mit den 50 Cent, aber hier. Aber der Zeiger scheint hier. Jetzt. Es ging schon ein paar Mal aus, ne? Oder auch kurz. Weil bevor ich hierher gefahren bin, hätte ich schwören können, dass ich sie auf dem Tisch da zum Stehen kriege. Gell? Aber jetzt muss ich sie doch in meine Nähe bringen. Doch. Jetzt ist es wieder, jetzt steht's. Jetzt läuft es rückwärts. Jetzt steht's. Kriegt man sie rückwärts Ja, jetzt gelaufen? gibst du So. wegen, gibst du wegen, damit man sieht, dass das jetzt, jetzt läuft es wieder Ah, läuft schon wieder, ja. Ich meine, wir hatten es jetzt, wie gesagt, dreimal. Alle guten Dinge sind drei. Vielleicht sind aber auch alle guten Dinge vier. Aber Wer ganz weiß. zum Stehen bleiben. Ganz ist es noch nicht geblieben. Vielleicht hat die Batterie auch zu viel Power. Ich weiß Ah. es nicht. Ne? Klar, da kann man jetzt spekulieren. Also, ich weiß nicht, ob ein viertes Mal nur geschieht. Weil in der Regel taucht hier immer eine Anspannung auf, die ich dann merke, ähnlich wie ein Brennen. Können wir ja hier das nochmal probieren, ob diese Uhr dann zum Laufen kommt. Können wir aufpassen, machen wir die Batterie raus. Also okay, da ist okay. Okay, dann legen wir die mal ab. Versuchen wir das noch. Genau, ob die vielleicht zum Starten beginnt, das wäre doch auch cool. Genau, das hat man ja schon mal. Ja, das haben Ja, wir schon mal früher. gemacht. Und dann lief sie 1,5 Stunden ohne Batterie. Ja, genau. Das war eine Sendung, aber. Womöglich ist die Energie jetzt schon raus, weil die sich halt einmal aufbaut und dann entlädt. Und dann Also die Spirits haben dann noch ein paar da, oder? Ja, also gerade Der gerade aufgestanden. der Effekt der Replikation, der ist halt dann hier möglicherweise schon wieder fort. Ja, das weiß man jetzt nicht. Deswegen ist ja das Paranormale immer so schwer zu erforschen. Weil es entweder passiert, wenn man nicht hinguckt, oder es passiert nur. Aber dreimal kurz stoppen, das ist ja schon mal Das ein war schon Effekt, mal, gell? gell, ja. Da sprechen wir vielleicht schon von einer erfolgreichen Replikation. Weil es ist ja so, dass in der Regel, also bei jedem Psi-Medium, baut sich dann immer ein Potenzial auf. Und wenn die Zuseher natürlich fragen, was macht denn dieser Benedikt Mayer beruflich? Bist du da hier ein Psi-Master, der hier öffentlich auftritt, oder ist das nur der Hobby von dir?
Das ist vielleicht nur ein Punkt, zu dem wir nachher zu sprechen kommen, aber beruflich mache ich ja in erster Regel Mediengestaltung. Ja. Aber natürlich gerade privat mache ich fast solche Sachen. Ich erforsche sie halt auf jeden Fall. Und dann steht dann noch was demnächst an, aber da komme ich dann nachher noch drauf zu sprechen, denke ich. Jetzt schauen wir mal, ob es läuft. Jetzt habe ich mal lang genug eingewirkt. Mit ein bisschen Glück fängt vielleicht eine an zum Laufen. Also, das ja. muss hier jetzt die. So hat man es auch damals in der Regel, ja, dass da erst eine Einwirkung erfolgt und mit ein bisschen Glück läuft vielleicht. Aha, das heißt, diese Struktur kommt jetzt rein und dann beginnt es dann zum. Es dauert offenbar, was da dran arbeitet. Okay. Oder es ist halt eben auch der Effekt der Nichtaufmerksamkeit. Also, wenn du wegguckst, dann passiert es. Ja, dann schauen wir mal weg. Genau. Also, du erforschst jetzt das, was muss man sich darunter vorstellen mit Erforschung? Messgeräte, irgendwas zu messen? Genau, oder? Also Messgeräte allemal. Ich bin ja mehr, ja, mein Metier ist ja dieser ganze Elektromagnetismus. Deswegen bin ja, oder benenne ich mich selber eben Experte für elektromagnetische Phänomene, weil in aller Regel immer magnetische Anomalien bei diesen Phänomenen auftauchen. Ja? Also gar nicht unbedingt quantenphysikalische, sondern elektromagnetische. Und ich habe ja zu Hause zum Beispiel ein Oszilloskop, beziehungsweise es sind zwei, aber nur eins davon werde ich immer in der Regel nutzen, einen Magnetometer, ja, um eben diese magnetischen Anomalien zu messen, gerade weil die fluktuativ sind, das heißt, die schwanken in der Regel und sind nie stabil. Und hinzu kommen dann natürlich auch Störfaktor. Du könntest zum Beispiel einer sein, wissen wir jetzt nicht. Mhm. Ja, es könnte alles sein, könnte auch meine Armbanduhr sein oder deine. Es kann alles Mögliche sein, um wirklich die perfekten Bedingungen zu schaffen. Deswegen, vielleicht hängt es auch hier wieder mit diesem Neukalibrieren zusammen. Ist praktisch dein Hobby, mit dem du mit Leidenschaft verfolgst und sagst, ja. Okay, und dieser Kugelblitz, der dir diese Fähigkeiten ein bisschen offenbart hat, das genau. Ist doch wunderbar. Also ich, bei mir ist es ja so, ich schreibe ja auch gerade dazu, gerade was meine Forschung betrifft, nur ein Buch, das vielleicht ja, 600, 700 Seiten haben auch, wird. Ja. Ja, also wie lang? 600 oder 700 Seiten, ja, das heißt Psychokinese How-To. Und ich mache auch noch gerade einen Dokumentarfilm, der fast 2 Stunden geht. Und an dem arbeite ich auch schon seit 2021. Ja, also auch schon eine ganze Weile, aber jetzt nicht kontinuierlich. Mhm. Und es ist ja so, dass, was ich vielleicht noch erwähnen kann, jetzt gerade was jetzt zukünftig noch ansteht. Dann nehmen die Phänomene bei dir jetzt zu oder nehmen sie ab? Es ist sehr unterschiedlich. Also gerade, ich sag mal, immer im Frühling und Herbst, da geht es dann ganz gut. Ja, Sommer eher weniger, womöglich, weil es zu heiß ist. Ich weiß es nicht. Und im Winter womöglich, weil es zu kalt ist. Ja? Aber gerade diese genauen, wie man es auch sagen würde, die Goldglöckchenzone bei diesem Phänomen ist dann doch eher Frühling oder Herbst. Okay. Ja? Bei dir oder generell? Also vor allem bei mir habe ich das jetzt mal so festgestellt. Und worauf ich jetzt zu sprechen kommen wollte, es ist ja so, der Tobias Karas und ich, wir werden in Zukunft die sogenannten Psychic Days machen. Ja? Und da wird man dann unter anderem Psychokinese per Definition erleben können, das Auftreten von ektoplasmatischen Substanzen, also alles, was da so dazugehört, auch Lichtphänomene, Telepathie, Teleportation von Objekten, eben dieses Apportieren bzw. Apportation. Und, das heißt, du kannst jetzt diese Uhr von da rein apportieren, oder? Nein, noch nicht. Wahrscheinlich, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie groß solche Objekte sind. Okay, also okay. Kleinere, oder was? Kleinere. 50 Cent, Stück Günge, oder was? Also bisher, klar, wir hatten jetzt immerhin bisher die Uhr, das ist schon mal was. Aha. Ja, also da sind wir schon ganz, ich würde sogar sagen, fast ganz erfolgreich dabei, vor allem, weil wir sie 3-mal haben stoppen können. Aha. Ja, aber was ich noch ergänzen wollte, der Tobias Karas und ich, wir haben jetzt dann auch ein Webinar Ende März, bei dem jeder kostenlos teilnehmen kann, der sich halt näher über unsere Psychic Days erfahren, oder der da mehr über die Psychic Days erfahren möchte. Und da kann sich das, dann jeder... Das heißt, du möchtest die Menschen dafür begeistern, genau, diese Sachen anzusehen? Zum Beispiel, ja, aber das hilft ja natürlich auch was im Leben, rein theoretisch schon mal. Okay. Also gerade auch, weil wir da auch Telepathie machen, also gerade Psychokinese und Telepathie, und da gibt es natürlich eine ganze Vielfalt dieser Dinge, die man da wenn's dann auch natürlich sehen so, kann. Wenn es natürlich so funktioniert, wenn man das will, weil wenn ja. Ich sage, okay, 3-mal habe ich meinen Freund hier telepathische Informationen schicken können, aber beim 4-mal leider nicht, also gegen den Zug fahren oder was. Das bringt aber ja. Auch nichts. Ja, wie gesagt, das ist ja auch dieser Punkt, wo ich meinte, dass der Mensch das eigentlich gar nicht können soll. Okay. Ja, dass wir da diesen Filter haben, um halt eben hier unser Wohlbefinden oder für das heißt, unser Wohlbefinden zu sorgen. Das ist nicht ungefährlich, das zu tun. Ja, also es gibt ja den Effekt, gerade bei der Nina Kulagina, wenn sie so Forscher oder Wissenschaftler angefasst hat, dann haben die ein Brennen auf der Haut verspürt. Ja? Also es stimmt, das ist offenbar auch dieser Aspekt des Gefährlichen dabei. Ja, das sieht man, hat es Gute und das Böse so in etwa. Okay. Ja. Genau. Und vielleicht noch ganz kurz in Ergänzung, gerade bei diesem Webinar, das wir jetzt dann haben,
Da kann sich dann jeder, wie gesagt, kostenlos anmelden. Und das ist auf unserer bzw. meiner Webseite, ist da die Anmeldung möglich unter ben.science. Müssen wir an der Stelle vielleicht einblenden. Genau. Ja, da werden Leute sagen, das ist aber dann eine Werbesendung. Wir wollten hier eine neutrale Sendung machen, aber über dieses Phänomen überhaupt zu informieren, dass es gibt, auch wenn die Effekte manchmal stärker, manchmal weniger stark sind. Aber wie gesagt, es ist ja auch sag ich mal, wie beim Fußballspieler, der Ronaldo wird auch nicht in jedem Fußballspiel seine 6 Tore schießen, sondern manchmal Ja, glaubt es und manchmal glaubt es nicht. Aber genau. Also das Phänomen hat selber einen Zufall. Fast, so wirkt es zumindest, ne? Und ja, und du sprichst hier von Lichtphänomenen, von Ektoplasma. Das sind ja diese Phänomene, die eigentlich in Seancen auftreten, in Dunkelheit. Ja, in der Regel bei mir, also was ich da habe oder was bei mir da geschieht, ist nur eine kleine Menge, die da auftritt. Die könnte ich teilweise oder die kann ich teilweise anderen Menschen irgendwie aus der Haut ziehen. Aber das ist dann wieder ein Heilungsfaktor. Ja, das ist so, wie wenn du jemanden die Krankheit aus der Haut ziehst. In Seancen gibt es ja auch Ähnliches teilweise, dass dir dann ein Stein aus dem Auge kommt und das ist die Krankheit in Wahrheit. Ja, also das sind meistens irgendwelche Steingebilde, die dann aus dem Auge kommen, weil die Augen ja irgendwie wo oder alle Körperöffnungen zum Teil ein Portal darstellen. Ja, also wie ein Tunnel oder irgendwie ein Kanalisierungs Bereich, ja, vom Körper selber. Aber du weißt nicht, ob da jeder Zuseher dabei ist und sagt, ne, ich steige aus dem Auge, ob ich das will. Ja, nee, also sowas habe ich jetzt selber tatsächlich nicht in meinem Repertoire. Ja, das ist aber auch Aber ganz wenn ich dir deine interessant. Krankheit aus der Haut rausziehe, dann ist es aber ein bisschen übergriffig, weil vielleicht möchtest du die Krankheit haben, nicht? Und sagst, ne, jetzt nimmt man dir meine Krankheit weg und jetzt bin ich aber Na gut, wenn man irgendwie. halt geheilt werden möchte, was auch immer das ist, ne? Aber eigentlich kann man es ja nur selber heilen, oder? Ja Das ist klar, ja so also schön. man hat gerade in dem Bereich natürlich mehrere Möglichkeiten, die Selbstheilung, zum Beispiel durch Realitätsgestaltung oder man geht zu einem Heiler. Ja, es gibt ja mehrere Formen Aber der der Heiler Art. sagt, ich heile dich nicht, ich bin nur der Kanal, heilen muss ich schon Ja selber. genau, also er löst es halt aus oder Wie er du, leitet es ein. nicht der Psimon bist in dem Sinne, sondern du bist der Kanal mit den Löchern, wo du sagst, okay, Ja, vom gewissermaßen. Kugelblitz durchlöchert und jetzt kommt die Kraft hier durch. Also nur ein Kommunikator, deswegen Ja. sagt man ja ob sie Medium, ja, dass man diese Phänomene kanalisiert. Ja. Und vielleicht kann ich das noch dazu sagen, ich bin ja lange Zeit wie jeder andere auch davon ausgegangen, dass Psychokinese oder Telekinese, wie auch immer wir das nennen wollen, aus dem Geist heraus entstünde. Das ist aber nicht der Fall. Das ist eine Illusion, ein Irrtum, weil da eben Intelligenzen am Werk sind, die das für dich verwalten, diese Phänomene. So kann man das, denke ich, sagen. Okay. Die Uhr läuft jetzt noch nicht, aber Noch vielleicht. nicht, gell? Vielleicht geht noch was, aber wie gesagt, ich habe schon gespürt, das Potenzial ist da dann doch schon wieder zurückgezogen. Das ist immer so eine Problematik, ne? Man hat da echt zu kämpfen, hey, mit der Replikation. Ja. Benedikt, ich glaube, wir haben die Zusage jetzt, sage ich mal, durch die Untiefen dieser Psychokinete und Psi-Phänomene und alle möglichen Dinge geführt. Vom Kugelblitz bis Genau. zum Stoppen meiner Uhr. Mal schauen, was wir noch für Gespräche führen in Zukunft. Genau. Und danke für das Interview. Bitteschön. Und danke, liebe Zuseher, das war Time of Change TV. Heute mal mit ungewöhnlichen psychokinesischen Experimenten. Genau. Danke. Ich danke dir auch.